Die Ortschaft von Sternadia bewahrt noch heute das alte Stadtraster, das sich während des Mittelalters auffestigte. Schon während der Zeit von Danjou war die Ortschaft von einer Verteidigungsringmauer geschützt. Die Festung wurde von der Familie Orsini del Balzo aus Soleto wieder errichten lassen. Die Ringmauer wurde im 16. Jahrhundert vom Militärarchitekt Evangelista Menga wieder errichtet. In der Vergangenheit gab es drei Tore, Tor von Lecce, östliche Tor und Tor Filia genannt. Heute bleibt nur das Porta Filia übrig, aus dem Griechisch Liebe und Freundschaft, auch als Tor des Friedens bekannt. Die Ortsmitte von Sternadia erstreckt sich um die Pfarrkirche der Ortschaft, der Madonna-Aufnahme in den Himmel gewidmet. Das Gebiet wurde im 18. Jahrhundert auf den Ruinen der vorherigen Pfarrkirche gebaut. Mächtig wie die meisten Pfarrkirche des Salentos des 18. Jahrhunderts ist das Gebäude von der Anwesenheit der hoheitsvollen Glockenturms charakterisiert, der von dem berühmten Architekten aus Cupertino Adriano Preite produziert wurde. Die Kirche hat einen typischen kreuzförmigen Grundriss und im Inneren findet man die Seitenaltäre, die nach dem Rokoko-Stil dekoriert wurden. Man bemerkt die Devotion von Sternadia aus dem Hauptaltar Heiligem Georg, Schutzpatron der Ortschaft, gewidmet. Die Devotion für den Heiligen ist wirklich stark in dem ganzen Gebiet der Grecia Salentina und in der gesamten Terra d'Otranto. Bemerkenswert sind die Dekorationen aus vorgespannten Farben, die die Decke schmücken. Sie wurden 1864 von Maler Garganese gemalt und erinnern an biblischen oder evangelischen Geschichten. Die Ortsmitte von Sternadia hat die Teilabschnitte der Landschaft, die der typischen traditionellen Architektur des Salentos entsprechen. Wenn man unter den kleinen Gässchen, die sich in dem gewohnten Gebiet auftun, spaziert, bewundert man verschiedene Gebäude, die vermutlich aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen. Sie sind unglaublich attraktiv. Im Herzen von Sternadia kann man andere architektonische Stile der alten salentinischen Gesellschaft erkennen, wie zum Beispiel den sogenannten Mignano-Balkonart, die man besonders in der Terra d'Otranto findet. Die Balkons wurden vor allem von den Frauen verwendet, um die sommerliche Kühle in aller Ruhe zu genießen und um die traditionellen Hausarbeiten wie die Stickerei und die Näherei zu machen. Die von Sternadia sind die Gestalten eines spontanen Salentos. Die Räume sind vom Volk geliebt und gelebt. Die Bewohner des Orts nehmen sich das wichtigste historische Erbe sehr aufmerksam an, und das macht die schöne Ortsmitte einzigartig.